Ein neuer Tag beginnt, weise still dich auf den Wind. Hat sich fast gereimt, wenn man nuschelt. Ja, wach geworden. Ja. Unser Garten ist voll im Arsch. Oh. Unser Gewehr liegt da mitten rum im Weg. Ich frag mich echt, was passiert? Was kommt? Was geht? Warum hat sie den Korb drin? Achso, hat sie mal wieder mit reingenommen. Was müssen wir machen? Auf jeden Fall den Baum gießen. Ach ja, stimmt, scheiße. Wo ist der Eimer? Unsere Gießkanne. Na ja. Eimer? Gießkanne haben wir gar nicht. Eimer doch, da ist er. Ja, stimmt. Baum gießen? Stein gießen? Nein. Die Hühner sind gar nicht. Die haben wir gar nicht reingebracht. Ach, ist auch egal. Ah, wir müssen auf jeden Fall Eier sammeln. Ja. Eier sammeln. Die Ziege melken. Ziege melken. Und dann ist der Tag schon wieder gelaufen. Ich schieb das Huhn vor und liefer mir ein Wettrennen. Ein Huhnrennen. Ich weiß echt nicht, wie lange wir das hier noch machen. Ich weiß auch nicht, wie lange sie das noch machen kann. Oh Mann. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, man erfährt ja immer über die Briefe so ein bisschen die Story. Das wird ja auch irgendwann ein Ende haben, denke ich mal. Ich sag mal so. Jetzt ist ja unsere... Was war das? Unsere Schwester? Nee, unsere Enkelin. Unsere Tochter. Wer war das? Wer ist abgehauen? Irgendjemand war ja jetzt abgehauen. Die aus der Stadt geflohen ist und alle suchen jetzt hier nach. Ja, genau. So. Und dementsprechend ist das vielleicht jetzt ja so, dass sie auf dem Weg zu uns ist. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Könnte sein. Also ich gehe mal auch stark davon aus, dass das jetzt dann immer weiter geht. Dass die Story auch wirklich jetzt so langsam zum Ende kommt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt... Wo ist unsere Ziege? 14 Eier. Wo ist unsere Ziege? Stimmt. Hä? Hallo? Ziege? Ziegi? Wenn dieser Ziegelstein einstürzt. Hallo? Ziegi? Hä? Ist sie draußen? Sicherheit nicht. Oder wurde die gefressen? Das ist jetzt die Frage. Ich habe gerade nur die Vermutung, dass sie echt gefressen wurde. Alter, guck mal an, was wir hier schon alles haben. Schnief. Hat sie gerade geweint? Ihhh. Wir haben noch Butter. Käse. Der letzte Käse. Hallo? Achso, ich wollte gerade sagen. Ja, dann drehe ich hier mal voll ab. Ich drehe ab. Guck mal ein bisschen Feuer drauf. Das kann doch nicht sein. Wo ist unsere Ziege? Ich hoffe ja einfach, dass sie nur schläft noch. Dass es noch zu früh ist. Früh am Tag. Ziege? Ich meine, irgendwas wurde ja gefressen. Ja, das hat man ja gehört. Ich dachte, das wären Hühner, aber... Scheiße, sag nicht, die haben echt uns... Die Wölfe haben nicht im Ernst unsere Ziege gefressen. Wie konnte das passieren? War das Gatter nicht zu? Alles zu. Ach, die Wölfe sind einfach rübergesprungen. Aber gesagt, wir haben noch nicht schnell genug geschossen. Ja, wahrscheinlich. Ah, da kommt er. Vielleicht sagt er ja irgendwas. Oh, sieht so aus, als wäre eine Ziege gefressen. Aha. Ja, ja, ich komm ja. Hey. Wow. Oh, einen wunderschönen Nachmittag, meine Liebe. Sag mal, Talma, seit wann sind die Vögel nicht mehr da? Die Vögel, da laufen genügend Hühner rum. Aha. Halte mit deinen bezaubernden Äuglein nach Wölfen Ausschau. Ich habe ein entferntes Heulen im Wind gehört. Scheiße. Ja, es war nicht nur entfernt bei uns, ey. Ja, ich mochte das Sprichwort lieber als mit Spazieren. Also Tom, nicht mit dieser alten Geschichte. Morra. Ja. So, ich nehme jetzt mal den Brief und jetzt können wir uns... Hat er eine Ziege zufällig dabei in seinem Rand? Nee, aber noch ein paar Hühner. Also eins. Was zu nehmen wir mit? Was ist sonst noch? Schrotflintenpatronen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Ja, wir haben noch 49 Eier. Und 14 Hühner. Alter Schwede, wir brauchen Heu. Nee, doch nicht. Nee, wir brauchen, glaube ich, kein Heu mehr. Scheiße. Ich bezahle seinen Huhn mit Eiern ab. Also ein Huhn ist 5 Eier wert. Ja, das haben wir doch in 5 Tagen wieder raus. Nee, mit. Oh, das ist ja ein geiles Angebot. Oh. Was denn? Da geht hier richtig einer ab. Das findest du ja geil. Guck mal, ey, sie bezahlt ihr mit Eiern, die sie in einer Woche wieder raus hat. Ja.
Ja, gut, scheiße. Nee, das war's. Mehr können wir nicht mit ihm machen. Entschuldigung, Wilhelm, schicken wir dich wieder weg. Ja, der hat... der hat einen Brief mitgebracht. Ja, den haben wir schon eingesteckt. Den haben wir uns schon in die Hand gesteckt. Ja, dann. Unser Regal ist da ja auch schon voll mit den Figürchen, ne? Ja, weiß nicht, da hat sie ja gerade geschnieft. Draußen lagen aber noch welche. Ja. Da lag auf jeden Fall noch was. Aber kann man natürlich mal gucken. Käse ist fertig. Machen wir mal Käse. Ach ja, stampfen müssen wir noch. Alles Käse. Alles Käse. Ist Käse. Ein Käse. Alter. Ja, der letzte. Der letzte Käse. Wenn der letzte Käse... Nee. Wenn die letzte Kuh gemolken... Nein, Ziege, scheiße. Wenn die letzte Ziege gemolken... Und der letzte... Keine Ahnung, Rahmen geschöpft. Dann wirst auch du feststellen, dass Käse geil ist. Geh mal eben raus in die Wildnis und guck mal, ob wir diesen einen. Wo war das denn? Irgendwo in die Richtung, oder? Ja. So schräg hier hoch. Kann sein. Eine ja. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass jetzt in dieser Nacht eventuell nochmal die Wölfe kommen können. Ich sehe gar nichts. Nee. Nie? Sicher, dass das oder sind war? Die jetzt weg? Oder jetzt, wo wir alle haben? Kann natürlich auch sein, aber ich hatte da doch was gesehen. Immer hier mal so ein kleines Dreieck. Oh, diese Wüste ist so endlos. Warum wohnt sie eigentlich alleine in der Wüste, Mann? Wäre sowas von mit den anderen in die Stadt gegangen? Ach, du hast doch keine Ahnung. Warum? Die Stadt da draußen. Wir sind da draußen. Wir sind da draußen. Da draußen gibt es Wölfe, die unsere Hühner töten. Wir könnten ja einen Bauernhof in der Nähe der Stadt haben. Wir müssten ja nicht direkt in der City leben. Also mit den Hühnern, die wir da haben, könnten wir uns auch locker einen Bodyguard leisten. Ein Hühnerguard sozusagen. Ein Hühnerguard, ja. Oh, ein selbstautomatisches Geschütz oder sowas. Ja. So eine Anlage, die wir hier aufstellen. Ja gut, scheiße. Keine Ahnung, ich mach das Tor zu hier. Die Schrote liegt da noch. Was ist eigentlich mit dem Stein? Kann ich mit dem noch was machen? Das ist kein Stein. Im Inneren dieser Schale kann ich manchmal einen schwachen Herzschlag wahrnehmen. Okay. Hat's das schon mal gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Okay, ich stell mal eben die Sachen hier ab. Den Brief können wir uns... Scheiße, ich möchte eigentlich noch nicht den Brief lesen. Oh, ist das schon ist auch spät. Schon müde eigentlich. Wenn ich still dem Spiel des Windes lausche, sehe ich dann die gleichen Lichter, die sie am Ende gesehen hat. Was? So, die Hühner verziehen sich jetzt. Zack. Kurz auf den Boden legen. Beim die Lage peilen. Oh. Alter, ist das windig, hörst du das? Ja. Wieder sehr bedrohlich, ey. Auf jeden Fall keine ruhige Nacht. Ziege? Nee. Die wurde echt gefressen. Die wurde gefressen, ey. Scheiße. Dann war das was. Aber wir haben nicht mal eine Leiche gefunden. Die waren wohl sehr hungrig. Los, kommt ihr beiden. Ihr auch noch. Ich beschütze euch. Los, hinter mir. Alles klar, das waren die 10, die reinpassen. So. Die 10? Anderen 5 laufen draußen irgendwo rum. Gut. Ich will mich nochmal hier hinsetzen. Nein, da unten ist ein Huhn, hast du es gesehen? Sag ich ja. Da. Hat sich verbuggt. Oh nein! Du musst erschossen werden. Notgeschlachtet.
Na gut, ich glaube, dann können wir ins Bett. Ja. Doch keine Wölfe. Naja, in der Ferne, in der Ferne. Stimmt, oh, letztes Mal, als er das gesagt hat, da kamen die irgendwie ein paar Tage später, ne? Lass mal ein Käseomelett machen. Oh. Ganz dekadent. Sie das? Sie das Geräusch gemacht? Ja, ich glaube, das war ihre Essenszubereitung. Macht sie so eine Geräusche? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, ich hab Angst. Da könnte auch alles sein. Wahrscheinlich hat sich das Huhn gerade da. Es könnte auch der Händler am Fenster sein. Oh Mann, gut, wir haben keine Fenster. Doch, da hinten. Da. Wir müssen noch einen Brief lesen. Aus dem ehemaligen Büro des ehemaligen Bürgermeisters? Aha. Der ehemalige. Was? Okay. Was ist da los? Dein Pott? Okay. Liebste Talma, durch einen Spalt in der Türe, etwa der Größe eines halben Atoms, kaum mit dem Auge wahrzunehmen, sehe ich die Gestalt dieses eifersüchtigen Gaza, der begleitet von zwei dämonischen Ziegen vor meinem Büro steht. Oh shit. Scheiße. Oh, ja, sie ist wohl tot. Ich würde ihn beim Namen rufen, aber ich fürchte mich vor dem, was als Antwort kommen könnte. In dem Fenster meines Büros spiegelt sich die verschwommene Reflexion meiner selbst wieder. Ich bewege mich kein Stück, ganz so, als ob ich sie nicht auf mich aufmerksam machen möchte. Ich bin eingesperrt mit diesem Fremden, der mein Gesicht hat. Ich studiere ihn. Ich studiere ihn vorsichtig, damit ich ihn nicht aus Versehen durch ihn hindurch auf die Stadt blicke, die in ihre unbebaute Vergangenheit zu reißen scheint, während ihre Zukunft langsam zerfällt. Damit ich nicht auf gefrorene Feuer und uralte Winter blicke, auf Stahl und auf Sand. Ich bin um Jahrzehnte gealtert, seit ich angefangen habe, diesen Brief zu schreiben. Alleine an diesem Satz sitze ich seit Jahren. Ich fühle, wie die Flamme meines Lebens erlischt, wenn ich diesen Brief am Ende mit dem einzigen Namen unterschreibe, der mir je etwas bedeutet hat, endet meine Geschichte mit ihm. Die Festigkeiten waren der Preis, den ich zahlen musste, um die Karte der Vereinigten Wüste zu erhalten. Hoffentlich findet sie, was sie sucht. Danke, Talma. Alles. Dich grüßt von Herzen, von ganzem Herzen, dein Pott. Ja. Das hat er jetzt. Bestie. Noch eine Stadtbeschreibung oder? Bestie, da ist es. Bestie von Arenil Groovewood. Leider hallen durch die Nacht Hügel wachsam zu Berg empor, umarmt von Flüssen, Luna singt ihr Sommerlied in der Dunkelheit, in der Kühle der Nacht. Von einem Tal im Schatten der Wolken, gebettet auf massivem Stein, beschützt vom Licht der Sterne, in Farben der Unendlichkeit. Ich hab's gelesen und nichts verstanden. Yes. So, da schreiben wir mal eine Gedichtsanalyse drüber. Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem ist, es ist kein sich reimendes Gedicht. Ich mag nur reimende Gedichte. Schade, aber... Achso, Talma, ja. Los, ab ins Bett mit dir, Mensch. Mütterchen, du musst schlafen. Aber was ist denn jetzt passiert? Ist denn jetzt echt die Stadt irgendwie... da zugrunde gegangen? Hat er nur so ein bisschen so gefloskelt, so, ja, komm, oh, ich fühle mich richtig alt und während ich das schreibe, werde ich immer älter. Oh. Ah, Midlife Crisis. Ja. Ja, man weiß es nicht. Pyramiden stehen noch. Die Pyramiden stehen noch. Soll ich mal gucken, bevor wir hier irgendwas anklicken? Da ist nix. Da fliegt was. Oh, was ist das? Weiß nicht, es ist weg. Dann fliegt was. Achso, das sind kleine Partikelchen. Ach Mann. Ja gut, keine Ahnung, scheinbar ist hier nichts. Ja, dann haben wir doch alles gefunden. Dann haben wir vielleicht echt alles.
Aber was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir... Wir müssen jetzt neue Ziegen kaufen. Ja, wenn du denn ohne, Ziegen... ohne Ziegen geht die Geschichte nicht weiter. Nimm jetzt die Schrotflinte, ich gebe mir die Kugel. Ich lasse erstmal unsere Hühner raus. Ah, mit Korb. Aber ich sag mal so, ich glaube, wir steuern gerade extrem krass aufs Ende zu. Wir haben alle Puppen. Wir haben keine Ziegen. Unsere Ziegen sind tot. Und die Stadt scheint gerade irgendwie einen Abgang zu machen. Ja. Kommt! 14? 14? Oh. Ja, das eine Huhn wird gefressen, was draußen war. Echt? Ich hab keine Ahnung. Wieso 14 Eier? Hallo? Naja, es konnte ja schlecht ein Ei in den Schuppen liegen. Wenn's in der Nacht draußen... Da liegt eigentlich noch ein Brief. Stimmt. Timer, durch den Spalt der Tür, bla 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 bla. Pott. Achso, ja, oder sammeln wir die da einfach neuerdings. Vielleicht liegt der aktuellste da. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegen die da auch immer. Vielleicht liegen da alle. Ich hab's noch nicht festgestellt. Und noch nie in Frage gestellt, dass die da liegen. So. Ja, jetzt müssen wir den Baum gießen. Ah ja, stimmt. Das Spiel ist vorbei, wenn wir das vergessen. Wahrscheinlich müssen wir auch wirklich... Können wir mit dem Baum mittlerweile irgendwas machen? In diesem Baum spüre ich eine Ewigkeit, die alles überdauern wird. Das heißt, der Baum wird riesengroß. So. Nimm nochmal den Hexenstab. Schön. Ach so, du musst damit ein Pentagramm zeichnen. Ach, warte. Deswegen. Wird das schon wieder dunkel? Es wird echt schon wieder dunkel. Hä? Kann es sein, dass die Tage irgendwie jetzt noch schneller vergehen? Ja. Hä? Was? Was? Ich glaube. Alter. Oha. Schwer. Also ich glaube, irgendwie ist das jetzt... Ich glaube, jetzt ist echt Schluss, oder? Ja. Kann ja auch sein, dass wir jetzt immer älter werden oder sowas. Dass es deswegen jetzt einfach alles schneller geht. So nach dem Motto, weil unser Alter... Ja, es kann echt sein. Oh, Rotblende. Was gehört? Ja, die Musik klingt schon wieder runter. Das geht immer noch. Diese, egal wie alt sie ist, das kriegt sie auch mit 100 hin. Da meine Kleinen. Da steht schon wieder ein Huhn draußen. Wieder eins weniger. Ja, du. Ich glaube, das ist einfach zu eng da drin. Ich glaube auch, die wollen gar nicht mehr da rein. Nee. Aber er war doch heute gar nicht da. Nee. Vielleicht kommt er auch nicht mehr. Wurde ja von Wölfen erwischt. Um es jetzt mal schwarz zu malen. Aber wir gehen jetzt echt schon ins Bett wieder? Hm. Ja, sie ist schon richtig müde. Scheiße. Wir haben keinen neuen Brief. Ohne Essen? Boah, Essen muss sein, oder? Essen muss eigentlich sein, komm. Omelette muss sein. Komm hier, sie kriegt mal was Richtiges. Stumpfbrot. Stumpfbrot mit Käse, Alter. Boah, geil. Stumpfbrot mit Käse. Es gibt nichts Geileres als Stumpfbrot mit Käse. Ich dachte gerade. Mann. Das macht mich irgendwie nervös. Das ist so. Scheiße, der Tag, der war jetzt innerhalb von 2 Minuten, war der um. Ja, oder? Da ist ja nichts passiert. Nichts geschafft. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Hätten wir den Stock nicht aufheben dürfen? Sie hat auch nicht mehr gelacht. Nein. Ist sie unglücklich? Haben wir sie unglücklich gemacht? Oh, ist das diesig. Alter, ist das diesig. Oder haben wir zu lange gepennt am Vortag? Ah, das kann natürlich sein, weiß ich nicht. Ja gut, das kann auch sein. Weil wir so lange gelesen haben? Weil wir, ja, es kann natürlich auch sein, dass wir... Vielleicht haben wir auch einfach verpennt, den Typen da, den Händler. Weil er so früh da war. Ja, und wir haben einfach geschlafen. Wir werden es jetzt sehen. Beobachten wir mal den Schatten. Also der ist jetzt auf jeden Fall normal, so wie er sonst auch war. Gieß jetzt den verfluchten Baum, schmeiß das weg und hol uns die Eier. Mal gucken, ob das alles ist, was wir heute schaffen. Also gestern war das alles. Und ich fütter unsere Ziege. Welche Ziege? Verdammt. Die dämonische Ziege aus dem Traum. Hä? Was?
Hä, keine Hühner mehr da, oder was? Hä? Oh, was? Hä? Was ist hier los? Nicht im Ernst. Wir waren doch noch gleich draußen. Da sind Fußspuren. Sind das die von gestern? Ja, das sind die von gestern. Echt? Siehst du, die verschwinden jetzt wieder. Ich denke mal, da wird immer eine bestimmte Anzahl gespeichert. Ah, gut, das kann natürlich sein. Ach, da ist er. Ah, da ist er. Okay. Oh. Es gibt doch noch andere Leute. Aber wo sind die Hühner? Was ist da los? Wo sind unsere Hühner? Sind in die Stadt gezogen. Hall, mein Liebes. Ich habe auf dem Zigeunermarkt außerhalb der Stadt einen Brief gefunden. Er scheint schon recht alt zu sein. Ich denke oft an die glorreiche Zeit zurück, in der wir fünf miteinander spielten. Mit einer positiven Einstellung wirken die Dinge bei weitem nicht mehr so finster. Kopf hoch, meine Dame. Gib mir den Brief. Erzähl mir, was hier los ist. In all den Jahren habe ich die Farm noch nie ohne Ziegen erlebt. Ja, ich auch nicht. Mein alter Herr sagt immer, wenn du versuchst, das Mondlicht einzufangen... Oh, jetzt kommst du schon wieder mit dieser alten Geschichte. Sag mir lieber, wo meine Hühner sind. Verkauft ihr mir jetzt Hühner? Ein Ziegenbock. Ja, bringt aber nur ein Bock? Ein Bock. Ein Bock macht noch keine Milch. Nee. Scheiße. So, all dies Blödsinn, da kannst du auch lassen. Oder? Kauf mir einen Bock. Weiß ich nicht. Kauf mir einen Bock. Es ist Paarungszeit, Timer. Du kannst ihn dir gerne aussehen. Ausleihen. Ein Bock bringt uns ja alleine nichts. Nee, es bringt überhaupt nichts. Sag ich ihm schon wieder Tschüss? Ja. Wer ist unsere einzige... Ach, Mann. Mach's gut, Harald. Komm bloß bald wieder. Einfach mal folgen, aber wir sind langsamer, ne? Wir sind weit langsamer. Dann wird der uns irgendwann abhängen. Das ist... Es tut mir so leid. Aber das Gefühl, sie wird irgendwie immer langsamer, keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber das ist so... Dann können wir eigentlich auch schon mal reingehen, Essen machen und den Brief lesen, ne? Ja, eigentlich schon. Weil mehr haben wir gerade eh nicht zu tun. Wir haben keine Hühner mehr. Nee, was ist da los? Die ersten mal zwei Eier. Das ist... Das macht mich gerade fertig. Ich habe so viele Hühner gekauft. Ja, alle weg. Alle weg. Wahrscheinlich der Typ geklaut und verkauft sonst die nächsten Tage wieder. Er kommt wieder an. Oh, ich habe Hühner für dich. Brauchst du noch welche? Und einen Strammbock habe ich übrigens auch. Oh. Ah, Mimi. Mimi? Arma, meine liebe Schwester. Das Fest geht endlos weiter. Jeden Morgen ein neues Kind, jeden Tag ein neuer... Ach, scheiße. Jeden Morgen ein neues Kleid, jeden Tag ein neuer Markt voll mit Schätzen, jede Nacht eine neue Bühne zum Tanzen. Ich war niemals glücklicher. Die Stadt ist ein Garten, in dem meine Erinnerungen erblühen. Entlang der Straßen pflücke ich glasige Kirschen, Pflaumen und Pfirsiche von unsichtbaren Ästen, saftig und süß. Und mit jedem Bissen wird meine Melancholie etwas weniger. Jeden Tag neue Schätze, neue Kleider und neue Bühnen und auch neue Kinder. Der Plunder, Armer. Ich kann nicht aufhören zu weinen, seit es mir bewusst geworden ist. Es war Papa, der immer alles Mögliche von den Händlern gekauft hat, nicht wahr? Ein Stein, der auf Wasser laufen kann, das goldene Schwert eines südländischen Ratschas, ein Tisch, auf dem die Gesetze der Natur geschrieben wurden. Erinnerst du dich? Ich habe es nie gewusst. Nie gewusst. Ich bin so glücklich, Armer. Jeden Tag ein neues Kleid, ein neues Schatz, ein neuer Schatz, eine neue Bühne. Ich möchte, dass es niemals zu Ende geht.
Niemals. 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 Magophylo Hose, du süß. Wir waren jetzt Mimi. Hatten wir. Mimi ist doch aber auch eine, die wir kennen, oder nicht? Ja. Wir hatten doch schon mal was von Mimi gekriegt. War das eine Tochter oder. Ja, aber. Er hatte nicht gesagt, er hat nur auf dem Zigeunermarkt einen Brief gefunden, der dich interessiert. Ja, der ist ziemlich alt. Ja, weiß ich auch nicht. Da war Mega Duffelis jetzt mit drin. Mega Hydropolis. Von Areniel Groovewood immer wieder. Schon wieder. Der Wassertempel aus Rinde erschaffen. Süßen Ranken, die ihn stützten. Gelbe Körbe gleichen Waffen. Sie müssen der Feenwein beschützen. Die Dorfbewohner hungern im Dreck. Des Sultans Ente bekommt den Wein. Kleine Mäuse essen Speck und rennen durch den Apfelhain. Der Wassertempel aus Rinde erschaffen. Das Sternenlicht liebkost die Seele. Gieße die Träume in Zinnkaraffen auf dem Altar der schimmernden Meere. Ja. Alles klar. Mega Hydropolis. Mega. Wir gehen schon wieder ins Bett? Ja. Ich glaub's nicht. Wir erreichen nichts mehr. Nee. Wenigstens kommen auch keine Wölfe. Na gut, wofür auch? Ist ja nichts mehr da. Die haben schon alles geholt. Die könnten uns holen. Ja. Aber wir... Alter. ...haben eine Schrotflinte. Mann, sieht das finster aus. Boah. Gewitter? Gewitter! Da war's! In der Wüste! Gewitter! In Mega Hydropolis! War's da? Ich wollte mal nachfragen, wie es meiner Tochter geht. Oh Mann. Scheiße, jetzt? Alter, die Musik ist geil. Kann ich mich, glaube ich, nur noch hier auf die Bank setzen? Nix mehr zu tun. Ich finde Regen ja mega berauschend. Das ist so richtig so angenehm. Ich finde das ja auch so, wenn es draußen so stürmt und gewittert oder so mitten in der Nacht. Boah, so ein richtiges Sommergewitter, ey. Das ist richtig geil. Dann hörst du draußen noch. Und dann das Tröpfeln und alles. Ja. Und das bei sowas kann ich richtig, richtig gut schlafen. Oh ja. Das ist richtig, das ist so. Das ist meditativ. Ja. Ist. Kommt er schon wieder nicht? Besucht er uns jetzt nicht mehr jeden Tag? Das kann sein. Das ist doch scheiße, dass jetzt immer seltener kommt, oder was? Sehen wir einen Schatten? Geh mal eben. Was für ein Schatten? Ja, wenn wir uns bewegen. In den Baum spüre ich die Ewigkeit. Okay, cool. Ja, so ganz leicht sieht man den. Ja, wieso? Ja, um zu schauen, wie spät es ist. Na, die Lampe ist ja schon an. Ja, stimmt. Scheiße. Ja, nee, dann können wir eigentlich auch schlafen gehen. Was machen wir denn jetzt noch? Unser Käse wird alt, bekommt keine Briefe, uns bekommt keiner mehr. Ich glaube, das ist so das Gefühl im Alter. Mm. Du hast immer weniger im Kühlschrank, du wirst zu schwach für allem, es kommen immer weniger Leute dich besuchen oder es wird einfach immer weniger. Am Anfang kommen die noch immer oft. Es ist noch zu früh, um schlafen zu gehen. Oh. Das ist auch das Alter, genau das. Du denkst dir, scheiße, gehe ich jetzt schlafen? Und guckst auf die Uhr und denkst, ach scheiße, es ist erst 15 Uhr. So jetzt. Ach nee. Immer noch zu früh, um schlafen zu gehen, oder? Doch, ich glaube, es geht. Sie hat ja eben gegähnt. Lampe ist auch schon angegangen. Boah. Boah. Alter Schwede. Ich glaube, wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Essen wir noch was? Wir haben fast nichts mehr. Ja. Bisschen Omelette ist noch drin. Aber wir haben jetzt kein Einkommen mehr. Aber ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Genau das. Ja. Dass du auch gar keinen Appetit mehr hast irgendwann. Weiß ich nicht. Dass du auch da sitzt und denkst, naja, komm,
ich brauche ja auch nicht mehr so viel. Dann hast du am Abend nur noch eine Scheibe Graubrot. Dann wird aus deiner, keine Ahnung, aus deinen zwei Scheiben Graubrot irgendwann nur noch eine Scheibe Graubrot. Und dann isst du davon nur die Hälfte und lässt die andere Hälfte irgendwie am nächsten Tag noch stehen. Sagst du, ach, kann ich dann noch weiter essen? Ist doch so, oder nicht? Das ist das Alter, Mann. Und keiner, was, und es regnet wie Arsch. Tut mir so leid für die.